Ich muss recht werden. So, damit war die. Der hat. Begrüße, heute mal bei der anderen Anfang. Ja, heute, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, gibt es das 500 Abonnenten Special. Ja, auf den Ort möchte ich mal bedanken, dass mich schon über 500 Leute abonniert haben. Natürlich eine Ehre, nachdem das nur ein Hobby ist. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, auch die weiteren nächsten Abonnenten. Und ja, heute wird es ein bisschen ein Video über unsere ganzen Traktoren geben. Und ja, zeige ich euch ein bisschen im Detail. Und so ein Ferguson, ein Steyr, wie ihr gesehen habt, sind wir schon unterwegs im Wald. Und ja, damit es nicht immer die Moto 66 gibt es jetzt einmal unsere Traktoren. Ja, ich hoffe, euch gefällt es euch. Und ja, möchte mich nochmal bedanken auf die vielen Aufrufe. Teilweise über 10 oder 30.000 Aufrufe, freut mich natürlich. Ja, vielen Dank und weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. So, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt es zum ersten Gespann. Ja, wie ihr schon viele immer gesehen haben. Hier hinten haben wir Typhoon dabei. EGV 65 AHK. Das heißt 6,5 Tonnen Zugkraft. Mit einem 2,5 Meter Schild, dann geht sich das schön aus mit Traktorbreite, deswegen das breitere Schild. Ja, ist ein Ölfer Salon mit 100 Meter. Ja, Sappelhalterung ist eigentlich alles oben. So, bis jetzt eigentlich auch sehr zufrieden. Ein bisschen Lochstellen haben wir es mal gemessen vor der Kupplung, nachdem sie nicht so übertrieben gut gezogen hat. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir sie erst 5 Monate oder so, also Kurzzeitbericht. Und ja, vorne ist unser Ferguson, der 54-45er, der 1.4 mit 100 PS, mit den 4 Ketten, nachdem es jetzt gefroren ist und inzwischen nochmal relativ schneereich war, sind sie jetzt nach oben. Vorne ist unser Holzkissen oben für Werkzeug, wie man sieht, die Motorsägen, die Helme, mein Forstgürtel, der ist an die Unterlenker befestigt und einmal beim Oberlenker. Ja, hoffentlich hört man mich jetzt wieder. Ja, so schaut das Gespann aus, sind wir eigentlich auch recht zufrieden. Durch ein bisschen etwas längeren Radstand steht er nicht so leicht auf. Wie man sieht, jetzt habe ich schon zusammengehängt, also viel größere Bloch. Und ja, wir müssen auf den Berg uns rauf, deswegen ein bisschen weiter weggezahlt. Und ja, so sind wir eigentlich ganz zufrieden damit. Okay, so, das war die Vorstellung Nummer 1 von unserem Ferguson mit Typhoon. Ja, und natürlich mit Funk und Zeilerstoß. Das ist, glaube ich, logisch.
So, jetzt kommen wir gleich zu unserem zweiten Forstgespann. Jetzt ist schon alles am Start. Unser Steyr 50 mit unserer alten Krippen-Seilwinde. 5ER, Baujahr 2011. Natürlich ohne Funk, ohne Seilerstoß. Aber sind wir eigentlich auch sehr zufrieden. Und von der Zugkraft, also kann man nichts sagen. Also für die 5 Tonnen zieht sie wirklich sehr gut. Schildbreite ist nur 1,50 m. Passt aber mit dem alten Steyr auch sehr gut zusammen. Ja, Sappelhalterung und so ist eh alles drauf. ER heißt noch, dass es Untersetzungsbetriebe gibt. Das heißt, die zieht ein bisschen langsamer und man kann immer mit Standgas fahren. Ist sehr empfehlenswert, nachdem es Leute gibt, die was mit 70 PS auch schon abgewürgt haben. Deswegen haben wir Untersetzungsgetriebe. So, da ist auch der Steyr mit ziemlich schmaler Bereifung. Der hat hinten oben 320, 58, 32, das heißt 32 Meter breit. Recht schmal, aber für den Forst passt. Ja, Steyr ist halt ein alter, guter Traktor mit 50 PS, mit Servolenkung nachgerüstet. Vorne ist auch wieder unsere Forstkisten. Zurzeit ein bisschen Essen drinnen, Packen und die Helme. Und ja, für 50 PS oder eigentlich 60 PS, ein bisschen was ist er aufgedreht, geht das recht gut. Und deswegen wird er weiterhin im Einsatz bleiben. So wie jetzt zum Holzziehen sind natürlich zwei Gespanne von Vorteil, wenn es gerade gefahren ist. Ja, so, das war es jetzt mal zu unseren Gespanne. Es werden noch ein, zwei Videos folgen, wie wir im Einsatz sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen kleinen Einblick.